Zurück bei Minecraft. Und es erwartet uns eine Höhenerkundung. Den Part haben wir schon alles vorbereitet. Yep, haben wir. Noch das rein, was wir nicht brauchen für die Höhenerkundung. Halt, Leder brauchen wir. Wir wollen uns daraus eine Rüstung craften. Eine Angel brauchen wir nicht. Steinziegel auch nicht. Nein, warte, wir wollten ja das Ding fertig bauen, genau. Aber zuerst noch alles ablegen. Dann können wir auch gleich losgehen. Haben wir Fliegenpilze dabei? Wir haben doch Fliegenpilze, oder? Ich schau mal schnell. Wir müssten in unserer Krimskramstruhe drin sein. Mal schauen. Keine Fliegenpilze. Im letzten Bad hatten wir doch welche, oder? Oh, jetzt sehe ich sie gerade nicht im Inventar. Hä? Wir haben doch Fliegenpilze. Wo sind sie? Dungeon fressen. Egal, nehme ich noch eine Pilzsuppe mit. Zack, zack. So, bauen wir es schnell fertig und dann geht's los. Bevor wir hier wieder stundenlang verbringen und ich mich da rausreden will. So. Hier haben wir das schon getan. Okay. Hier noch nicht. Dann müssen wir die Ranken zuerst entfernen. Egal. Meine Phobie zeigt sich schon bemerkbar. Na, hier brauchen wir Holz. Haben wir sogar. Hier. Dam, da, dam, da, dam. So. Okay. Jetzt legen wir noch die Steinziegel ab und dann geht's los. Mit der Hölle auf Erden 2012. Okay. Ah, da haben wir die Fliegenpilze. Gut, dann nehmen wir mal 6 mit. Und lassen die anderen 7 da. Haben wir noch Schüsseln? Dann nehmen wir 6 mit. Ja, das lassen wir auch noch da. Zuckerrohr lassen wir hier. Ja, die können wir vielleicht brauchen. Die Bretter lassen wir da. Ach ja, eine Rüstung, die brauchen wir noch, genau. Dann tun wir das noch hier rein, in Inventory. Soll ich mir ein Eisenschwert noch herstellen? Ja, ich glaube, ich mache mir noch schnell ein Eisenschwert. Ah ja, zuerst eine Rüstung, genau. Ich denke, ich habe mich gerade gefragt, was ich möchte. Gut, machen wir uns einfach mal in die Brust, Harnisch. Haben wir so wenig Leder? Das kann doch gar nicht sein. Moment. Leder. Du willst mir wohl ans Leder, was? Nein! Hier, Eisen brauchen wir. 1, 2. Leder, hier. Ich sehe die Zahl nicht. Es müssten 6 sein. So. Dum, dum, dum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toll. Was können wir uns damit machen? Wir können uns Schuhe craften. Mit dem Zeugs. So. Jetzt laufen wir nicht mehr barfüßig durch die Gegend. Halt, nein, Eisen brauchen wir. Denn jetzt machen wir uns ein Eisenschwert. So, dann tun wir das Getreide hier raus. Nein. Das, nein, Bretter brauchen wir. Das kommt raus, weil die paar brauchen wir auch nicht. Fackeln sind ein bisschen wenig. Ich mache mir noch ein paar. Einfach mal die ganzen Zeug rein. Zack. Okay. Das tun wir dann hier rein. Das ist die Kohle. Nehmen wir mal 10 Stück mit. Wobei wir werden eh was finden. Deswegen lassen wir es mal da. Und, ja, ich würde sagen, dann geht's los. Ich möchte mir diese Höhle erkunden, die wir da hinten gesehen haben im letzten Part. Dam, dam, dam. Haben wir Cobblestones? Yep, haben wir. Axt haben wir auch. Moment, die Spitzhacke mache ich mir gleich da. Und dann lassen wir die Schaufel so, genau. Okay, so passt. Boah, ich dachte schon, ich habe so viel Left 4 Dead gespielt, deswegen bin ich hier so ängstlich gerade. Ich dachte gerade, da kommt ein Charger auf mich zu. Oh ja, ich weiß, der Rauch, der von der Fackel war. Oh Gott, oh Gott.
Oh Gott. Das war ja schon mal ein Anfang. Der erste Schrecken. Schreck, lass nach. Hier sind noch ein paar Viecher. Und da ist die Höhle. Oder ist es die Höhle? Yep, das ist die Höhle. Gut, schauen wir mal schnell rein. Hier ist auch eine Höhle. Die scheint mir sogar tiefer auszusehen. Aber ich nehme diese hier unter die Lupe. Weil die sieht mir kleiner aus. Und wenn wir die hier vorstellen, können wir gleich die erkunden. Gut, dann mache ich schnell die Höhlen-Playlist rein. Moment. Okay. Auch wieder made by Gronk. Oh mein Gott. Da liegt Eisen. Das ist schon mal ein Anfang. Was haben wir hier? Hier ist Wasser. Hey! Wow, Zombie! Das ist schon mal ein Anfang. Zombie-Krebs! Ich habe ja schon Left 4 Dead 2 gespielt. So, jetzt brauche ich Erde, um diesen Wasserfluss da zu entfernen. Jetzt ist mal die Suppe da. So. Okay. Ding, ding, Erfahrungspunkte. Okay, der Weg spaltet sich in zwei Richtungen. Ich nehme mal diese Richtung hier. Wow! Oh, 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 du Wichser! Dreckskelett! Aua! Aimbot-Skelett! Wow! Der Anfang ist genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Oder beziehungsweise nicht erhofft hatte. Wird nur noch ein Creeper. Jesus Maria. Was mache ich hier eigentlich? Und jetzt geht's schon wieder los. Und ich höre eine Spinne. Das Geräusch kommt von da. Also muss hier vielleicht weitergehen. Aber zuerst möchte ich diesen Punkt hier safen. Oje, oje. Oh nein. Solche Wege mag ich gar nicht. Denn der führt jetzt wieder über verschiedene Ebenen. Also wenn der erste Creeper kommt, dann ist mein Mut wieder weg. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Denn jetzt bin ich einigermaßen mutig. Skelett hat mich ein bisschen erschrocken, aber alles halb so wild. Vor Creepern habe ich bloß wahnsinnige Angst. Vor Spinnen nicht so, aber vor Creepern. Ja genau, vor Creepern. Denn man hört die Creeper leider nicht. Dann machst du auf einmal so Zisch und Boom und das. Davor habe ich am meisten Angst. Gibt es immer so Creeper-Freakouts. Aber momentan läuft alles noch im Rahmen. Und es geht weiter, tiefer. Und zum Glück ist hier eine Sackgasse. Boah, erstmal durchatmen. Okay. Haben wir hier ein paar Ressourcen gefunden? Nein, haben wir leider nicht. Ich glaube, diesen Wasserfluss mache ich auch weg. Zack. Und jetzt?
verletzen sich die Spinnen schon gegenseitig. Ich glaube, ich nehme mal die Kohle mit. Neben so einen Blick drauf werfen, dass was kommen könnte. Was tut man nicht für Kohle? Ich riskiere meinen Arsch für die Kohle hier. Und warum wird es hier auf einmal so hell? Was hat das zu bedeuten? Okay, weiter. Hier ist Eisen. Und hier geht's weiter. Hier muss die Spinne in der Nähe sein. Kann das sein, dass die unter mir liegt? Ist. Oder da. Wow. Zwei Spinnen. Nein. Nein, hier, da. Nein. Da ist ein Skelett. Oh. Schnell in Sicherheit bringen, wir haben noch ein Herz. Schnell was fressen. Heil schneller. Wir wären fast gestorben. Habt ihr das gesehen? Ich hätte vielleicht ein Bett mitnehmen sollen und eine Basis errichten sollen oder sowas. Aber erstmal müssen wir warten, bis wir hier alles regeneriert haben. Oh, Junge, Junge, hier sind aber viele Spinnen. Kann sein, dass hier wieder ein Spinnspawn in der Nähe ist.
Oh! 2 gegen 1, ihr. Seid wohl nicht gerade die fairsten Leute hier. Aua! Was du kannst, kann ich auch. In your face. Hast du überhaupt eine Face? Ich weiß es gar nicht. Nein, keine Pfeile mehr. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ach, Leute. Was tut man nicht für Eisen? Gleich vereise ich hier. Oje. Ich geh mal hier lang. Und hier ist noch eine Spinne. Bleib weg. Geh weg. Und hier ist ein Spinnenspawner. Oh, da ist ein Creeper. Oh mein Gott. Der hätte uns ganz fies von hinten angreifen können. Gerade eben. Oh Gott, das war aber. Oh, noch einer. Nein, bleib weg. Ja, boom. Genau, explodier ruhig. Da sparst du uns eine Menge Arbeit. Aber wie kommen wir jetzt an den Spasti heran? Wir müssen noch hinten Position sichern. Durchatmen. Es ist nur ein Spiegel. Oje. In dem letzten Dungeon, was wir gefunden haben, waren übrigens keine Truhen drin, was mich sehr verwundert hat. Und hier ist noch ein Creeper, seht ihr das? Ach, Jesus Christus. Nein! Er hat einen Teil vom Spawner zerstört, diese schönen Moss-Zones. Scheiß Creeper. Oje. Wir sind total ungeschützt, fällt mir gerade auf. Aber wo ein Creeper ist, ist auch ein zweiter. Das ist zumindest von der Statistik belegt. Wow, direkt eine Spinne vor meiner Face. Ich denke mir gerade, what the fuck? Noch den Spawner ein bisschen erhellen, lass mich in Ruhe. Scheißteil, ich hasse Spinnen. Haha, perfektes Blocking. Ja, wir noch blocken, genau, fällt mir gerade erst ein. Und hier noch erst sicher den Spawner. Und hier ist noch eine Spinne gerade gespawnt. Bleib weg. Eine Schallplatte und Redstone und Schießpulver. Gut. Obwohl ich kein Fan von Spawner zerstören bin, mache ich das jetzt einfach mal. Wir haben ja schon einen Spinnenspawner. Jetzt müssen auch alles sichern. Und ich höre ein Skelett. Und es wird hell. Hier oben ist Kohle. Ich glaube, wir machen uns hier erst mal eine kleine Notbasis im Dungeon. Was ist denn jetzt los? So. Erstmal hier alles closen, damit wir schon mal sicher sind vor dem ganzen Zeugs, was dann kommen wird. Noch alles erhellen. Gott, das können wir hier wegmachen. Okay. Eine Truhe haben wir schon, die ist generiert worden. Und wir haben unser erstes Redstone, das ist toll.
Aber um eine Schallplatte abspielen zu können, brauchen wir Diamanten. Und wir haben noch keine. Wir sind noch weit entfernt von Diamanten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin hier raus. Werkbank. Zack. Direkt neben der Truhe. So. Legen wir erstmal die ganzen Schätze ab. Fäden, dann hier noch Schwarzpulver von den Creepern. Spinnenaugen. Eisen haben wir doch noch geholt, oder? Nee. Okay, machen wir uns noch eine. Nein, was mache ich da eigentlich? Ich wollte mir eine Tür machen und jetzt. Oje, oje. Hallo, ist da jemand? Hier ist Eisen. Und ein Zombie. Zombies können ja Türen eintreten. Ist mir bekannt. So. Okay, hier lasse ich die Lücke frei, damit wir sehen können, was da alles kommt. Auf der anderen Seite mache ich das jetzt auch einfach mal. So. Die einzigen Mobs, die hier jetzt durchkommen könnten, wären Silberfische. Aber die finden wir nur in Festungen. Und die Chance, dass wir in eine Höhle eine Festung treffen, ist 1 zu 1 Million. Gehen wir weiter. Auch wenn mich der Spawner und die Creeper gerade echt eingeschüchtert haben, nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und renne weiter in den Tod. Es leckt auf einmal so sehr. Ich gehe mal kurz Pause und warte, bis es wieder sich gefangen hat. Und da ist er, da ist der Zombie. Da waren wir doch schon mal, oder? Süße Mutter Gottes. Die Höhle ist vorbei. Hier ist ein bisschen Kohle. Aber da ist ein Zombie in der Nähe. Da bei unserer Fackel! Du grüner Bastard! Bleib weg! Ist da bei unserer Fackel einfach ein Creeper? Tschüss! Der Zombie ist außen rum gegangen, oh mein Gott! Obwohl wir da eine Fackel hingesetzt haben, ist hier irgendwo noch was. Gib mir dein Fleisch! Fleisch! Oh je, oh je. Aber ich hab's nicht so. Ich hab's so gewollt. Höhenerkundung, bitte sehr. Und das hat mich erwartet. Genau das sowas, was ich von Höhlen hasse. Überall Monster, Creeper, Zombies, Skelette und scheiß Höhengeräusche, die mir Angst einjagen. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Jetzt will ich die Aufnahmepause machen. Hinter der Wand ist irgendwo ein Monster. Wenn ich die Kohle abbaue, könnte er uns überraschen. Nachdem ich jetzt einen Creeper bei einer Fackel gesehen habe, weiß ich, dass wir nicht hundertprozentig gesichert sind. Wir sind hier nur zur, ich sage mal, 70% überall gesichert. Scheiße.
Immer schaue ich hier nach. Wow, ich habe Kohle gefunden! Ich habe hier mein Arsch riskiert, nur für ein schwarzes Zeug, das meine Hand schwarz macht, wenn ich es anfasse. Okay, das war jetzt ein schlechter Witz, aber... Ich muss mich irgendwie aufmuntern. Ich glaube, hier mache ich zu. Uiui. Ich habe echt Muffensausen, diesen Punkt das hier jetzt abzubauen. Es hilft nichts. Ich hab's gewusst. Hinter der Wand ist etwas. Und bitteschön. Die Höhle ist noch nicht vorbei. Fuck. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, ich beende jetzt den Part. Und dann werden wir uns diesen Bereich unter die Lupe nehmen. Bis dann, servus.